Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut zum mittlerweile dritten Teil unseres Unboxings zu der bunten Unterwasserwelt von Sparbam unter dem Banner von Animal Discovery. Ein Tütchen kostet hier 4,99 Euro. Ihr findet hier Unterwassertiere, die im Dunkeln leuchten, die ihre Farbe im warmen Wasser wechseln und die ihre Farbe im Sonnenlicht ändern. Ein paar Tiere mit Effekte haben wir schon gezogen. Die werden wir uns hier anschließend, wenn wir den Rest ausgepackt haben, anschauen. Ich bin sehr gespannt. Die Tierchen, die wir bisher alle rausgeholt haben, sind großartig, wunderbar weich, gefüllt mit Hydrogelperlen, groß und wunderbar bunt bemalt. Also ich bin hier voll des Lobes, eine wirklich wunderschöne Serie, die Sparbam hier ins Leben gerufen hat. Also lasst uns ganz schnell weitermachen und die letzten vier Tütchen auspacken. Krieg ich die Sammlung von allen 12 Tierchen, die es hier zum Sammeln gibt, komplett oder kommen jetzt lauter Doppelte? Ja, also auch das sehr, sehr, sehr spannend. Ich würde es euch gerne komplett zeigen. Ja, wenn ihr mit dabei bleibt, werden wir es hier gemeinsam erleben. Dann ganz schnell zum nächsten Tütchen. Und das habe ich hier. Wenn ihr die zwei vorangegangenen Videos angeschaut habt, dann wisst ihr Bescheid. Ihr wisst, welche Tierchen mir noch fehlen. Auf der Rückseite von den Tüten kriegt ihr schon mal alle Tiere in der Vorschau, die es hier zum Sammeln gibt. In der Tüte findet ihr ein Tierchen und seinen Steckbrief. Was erwartet uns hier drin? Ja, lasst uns reinschauen. Als erstes der Steckbrief. Was haben wir hier drin? Ich mache es noch ein bisschen spannend, denn auch hier auf diesen Beipackzetteln findet ihr die Checkliste von allen, die es hier zum Sammeln gibt. Ihr seht, es sind so weiße Kreise. Könnt da abhaken, ankreuzen, welche Tiere ihr schon habt oder welche euch noch fehlen. Ja, ist wirklich bunt gemischtes Programm. Und was haben wir hier drin? Wir haben die Seewespe. Leute, schon wieder ein neues Tierchen. Die hatte ich noch nicht. Und wie sieht sie in echt aus, die Seewespe? Hier haben wir sie. Eine wunderschöne Abbildung. Okay. Ja, eine Qualle, die wirklich hübsch ist. Also kann man anders nicht sagen. Aber ja, hübsch. Dennoch meist sehr, sehr, sehr gefährlich. Und wir haben hier natürlich wieder eine Beschreibung. Unter anderem auch in Deutsch. Und die lesen wir uns mal zusammen durch. Die Seewespe ist eine in Australien vorkommende Qualle. Sie ist besonders furchterregend, ihr Stich ist sehr schmerzhaft und ihr Gift kann für Menschen tödlich sein. Das einzige Gegenmittel ist Essig, mit dem die mit dem Gift in Berührung gekommene Körperteile behandelt werden. Aus diesem Grund gibt es an der australischen Küste, wo diese Quallen vorkommen, spezielle Essigbehälter, okay? Eine Top-Attacke. So, wir haben hier, boah, Angriff 10 von 10, volle Punktzahl, Verteidigung 9 von 10, Intelligenz 8 von 10. Besonderheit, diese Qualle wird auch Würfelqualle genannt. Alles klar, das hier die Abbildung und ich bin gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Die Seewespe und sie fühlt sich wieder großartig an, hier. Hier haben wir die Seewespe. Ne? Wespen stellt man sich ganz anders vor. Aber ja, klasse. Wunderbare, wabbelige Tentakel. Zwei Augen, schwarz mit einem weißen Lichtpunkt. Das Ganze wieder mit Hydrogelperlen gefüllt. Hier kann man schön sehen. Ne? Ich kann auch drücken, dann werden die noch deutlicher. So sieht das Ganze aus. Sieht eigentlich aus wie Froschleich. Ne? Klasse. Fühlt sich wieder wunderbar weich an. Und hier auch ein paar nette Details über den Augen. So ein ganz welliger Bereich. Hier steht auch Sparbam. Und nach unten geht es hier so weiter. Sieht ja eigentlich total goldig aus. Und die Tentakelchen hier ganz weich. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 8 Stück. 8. Beim Oktopus waren es 2 weniger. Der hat nur 6 bei diesem Modell hier. Hier haben wir tatsächlich 8. Ja? Klasse. Sehr schön. Also auch das ein unfassbar weiches, zartes Material, ganz weiches Gummi, was sich aber irgendwie samtig anfühlt. Ne? Und ihr könnt es ziehen, ihr könnt stretchen, ihr könnt es quetschen, ganz dicken Kopf machen oder einen ganz dicken Bauch. Ja, kannst du auch kriegen, die Qualle, einen ganz dicken Bauch. Also sehr, sehr schön. Leute, schon wieder eine neue Figur. Noch keine einzige Figur in diesem Display doppelt. Finde ich großartig. Bin hier komplett begeistert. Passt auch schön zu den anderen Tierchen, die wir hier schon rausgezogen haben. Also fantastisch. Sehr, sehr, sehr schön. Ist hier rosafarben mit netten kleinen Details. Also ganz toll zum Begreifen, wie ich immer sage. Richtig, richtig schöne
Unterwassertierchen, die hier Sparber mit reingepackt hat. Wir schauen uns gleich die nächste Tüte an. Was finden wir in diesem Beutel? Auch nicht ganz so dick, aber immerhin ordentlich was drin. Ja, was fehlt uns denn noch? Der Seestern? Ist es der Seestern? Leute, das könnte dieser Seestern hier sein. Ja, lasst uns doch gleich mal reinschauen. Wobei es natürlich auch was Doppeltes sein kann. Aber komm, ich drück mal die Daumen, dass wir hier einen Seestern finden. Und was finden wir hier? Ich bin schon gut. Ändert übrigens die Farbe im warmen Wasser. Sehr gut. Was schreien Sie denn zu diesem Seestern, den sie echt lustig umgesetzt haben, oder? Mal gespannt, wie er jetzt in der richtigen Form kommt. Der Seestern hat, wie der Name schon sagt, einen sternförmigen Körper. Meist besitzt er 5 Arme. Er kann aber auch mehr Arme haben. Die Arme haben kleine Füße, mit denen sich der Seestern fortbewegen und sogar an senkrechten Wänden hochklettern kann. Dank dieser winzigen Füße kann der Seestern auch die härtesten Muscheln öffnen und fressen. So, Angriff haben wir hier 8 von 10, Verteidigung 8 von 10, Intelligenz 6 von 10. Besonderheit, er hat keine Feinde unter den Raubtieren und ist eines der gefräßigsten Tiere des Meeresbodens. Ja, könnte auch ich sein, davon abgesehen würde ich auf dem Meeresboden leben. So, und hier seht ihr Seesterne, wie sie tatsächlich aussehen. Ne? Haben unterschiedliche Farben, das hier sind so rot- oder orangefarbene, sehen klasse aus, oder? Ja, darum bin ich sehr gespannt, wie sie hier den kleinen Scheißer umgesetzt haben. Ist da auch violett wie auf der Abbildung? Wir schauen es uns an und ja, tatsächlich, er ist violett und hat kleine Augen. Großartig, Sparbam. Großartig, das ist der Knaller. Selbst unten hat er noch eine tolle Struktur bekommen. Wow, schaut euch das mal an. Klasse, wie sie das hier umgesetzt haben. Richtig, richtig schön. Auch oben ganz toll. Diese Hüppels, ja, diese halben Blasen und die Augen sind einfach nur großartig. Auch ganz weich, super flexibel und ebenfalls wieder gefüllt mit Hydrogel-Kügelchen, ja, was aussieht wie gleich. Klasse. Können wir die Augen groß machen? Achtung! Ja, wir können die Augen groß machen. Sehr schön. Der Seestern hat hier, ja, wenn ich von Spitze zu Spitze messe, eine Länge von 12,5 cm und eine Höhe von 5 cm. Ich habe übrigens ganz vergessen, hier unsere Qualle zu messen. Hier kommen wir dann schon auf 15 cm in der Höhe. Also, dass der kleine Seestern mit wunderbaren Details, wie ich finde, auch das unheimlich soft, toll zum Anfassen, gefällt mir richtig gut. Auch die Unterseite, ne? Schön gemacht, wirklich toll. Dass Babam auf solche Feinheiten achtet, Wahnsinn, Wahnsinn. Also passt auch schön zu den anderen Tierchen, die wir hier alle schon ausgepackt haben. Also wirklich wunderschönes Set, die bunte Unterwasserwelt. Wir schauen uns gleich das nächste Tierchen an. Aber vorher lasst uns hier nochmal einen Blick auf alles werfen, was wir sammeln können. Was uns noch fehlt, ist der Delfin mit Metalleffekt. Das Seepferdchen haben wir, den Marlin haben wir, den Oktopus haben wir gefunden, Halfterfisch haben wir, den Kugelfisch haben wir. Also uns fehlt noch der Delfin und der Kalmar. Der Kalmar fehlt uns auch noch. Den Tigerhai haben wir gefunden, die Seewespe haben wir, Clownfisch, Seestern, Lederschildkröte haben wir alles rausgeholt. Aber der Humboldt-Kalmar, der im Dunkeln leuchtet, sieht übrigens gefährlich aus, ja, ein Top-Tier. Und der Delfin mit Metallic-Effekt. Der fehlt uns noch. Also das ist sehr, sehr spannend. Ich nehme hier das nächste Tütchen raus. Und wie fühlt sich das an? Ich kann es euch nicht sagen. Haben wir hier was Doppeltes drin? Oder, Moment, die nächste Tüte. Ich kann es euch nicht sagen. Hier könnte der Kalmar drin sein. Oder eine doppelte Figur. Und hier haben wir vielleicht, wenn wir Glück haben, den Delfin drin. Lasst uns reinschauen. Steckbrief. Oh, der Steckbrief ist weich. Hier ist irgendwas ausgelaufen. Seht ihr das? Der ist ganz matschig. Ich glaube, wir haben hier einen Produktfehl. Ja, aber nee, hier ist der Kalmar drin. Das wäre der Kalmar gewesen, der im Dunkeln leuchtet. Was heißt wäre gewesen? Wir haben ihn ja, aber
der ist nass, der ist glitschig. Wenn ich das hier auseinander mache, boah, der ist total zusammengeklebt. Moment, ich versuch's mal auseinander zu kriegen. Ihr seht, guckt mal, total zusammengeklebt. Vielleicht kann ich es dennoch lesen. Komm, der Humboldt-Kalmar lebt im Pazifik vor der Küste Südamerikas in einer Tiefe zwischen 200 und 800 Metern unter der Meeresoberfläche. Er ist ein großes und sehr aggressives Raubtier, das mit außergewöhnlicher Präzision in der dunklen Tiefsee Fische angreift. Sein Fressfeind ist vor allem der Pottwal. Humboldt-Kalmare können eine Geschwindigkeit von über 20 Kilometern pro Stunde erreichen. Hat hier Angriff 10 von 10, Verteidigung 8 von 10, Intelligenz 8 von 10. Er wird auch riesiger Flugkalmar genannt, okay? Ihr seht, hier klebt es schon alles zusammen. Oh, komm, wie sieht er tatsächlich aus? Hier haben wir ihn in echt. Das hier ist er, ja, ein Riesenkerl. Und ja, ihr seht, das ganze Ding ist ultra lapprig. Ich werde es mal auseinanderfalzen. Vielleicht kann es noch ein bisschen trocknen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er tatsächlich ausgelaufen ist, ne? Ob das jetzt in der Tüte passiert ist oder ob das schon beim Verpacken irgendwie feucht wurde. Ne? Also ich bin gespannt. Ich hole ihn mal raus. Also in der Tüte, nee, da ist nichts drin. Und es ist auch irgendwie nichts ausgelaufen, denn in der Tüte sind so kleine Löcher drin. Seht ihr das? Hier ist auch ein bisschen Flüssigkeit dran. Aber die Verpackung, das Display ist trocken. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Also, so sieht er aus. Er ist ein bisschen feucht. Aber, ja, er quietscht auch ein bisschen. Ja, der ist irgendwie ausgelaufen. Also, ne, hier seht ihr eine ganz hubbelige Haut. Der muss tatsächlich ausgelaufen sein. Aber so sieht er aus. Klasse, oder? Mit diesen langen, kleinen Tentakeln innen noch drin. Das ist ja bombig. Wow. Also den hier haben sie ja in ganz weiß gemacht. Sieht sehr gut aus. Hat schwarze Augen mit einer weißen Pupille drin. Dann hier diese Trichterchen an der Seite. Und hier die Fangarme, die kürzer sind als die beiden langen, dünnen, die ihr auch ziehen könnt. Alles sehr elastisch. Ja, aber irgendwie ist der Gute ausgelaufen. Ich guck mir mal die Naht an hier. Ah, schaut mal. Hier ist ein kleines Loch drin. Hier ist ein Loch drin, guckt auch schon so eine Wasserperle raus. Darum, der ist ausgelaufen. Das könnt ihr übrigens ganz leicht mit Kleber schließen. Ist überhaupt kein Problem, okay? Wenn euch das mal passiert ist, ihr könnt hier auch wieder Wasser reinfüllen, ja, und dann verkleben. Könnt ihr auch machen, ne? Damit der wieder ein bisschen Volumen bekommt. Aber der ist hier in diesem Fall ausgelaufen, anscheinend schon bevor er in das Display hier reingepackt wurde. Der Humboldt-Kalmar hat hier auch, wenn ich ihn so hinlege, eine ordentliche Größe. Wenn ich die kleinen Tentakelchen mitmesse, kommen wir hier immerhin auf 22,5 cm. Ob das hier eine Gussnase ist oder ob das absichtlich so gehört, ne, ob sie es weiter hier hätten abschneiden sollen, kann ich euch nicht sagen. Aber ihr seht hier hinten, diese Schwimmflossen, ja, werden hier ein bisschen breiter. Und hier unten sind dann die Augen. Er hat hier noch ein paar so Auswucherungen, wie so Wärzchen auf dem Buckel. Man kann hier sehr schön die Perlen drunter sehen. Ist nur kein Wasser dazwischen. Also die Perlen sind alle noch rund, alle schön glibbrig. Das ist überhaupt kein Problem. Aber er ist halt ausgelaufen. Die Flüssigkeit des Wassers ist raus. Dann wäre er wahrscheinlich noch glibberiger, als er hier eh schon ist. Ne? Aber er könnte hier immer noch drücken und machen und tun. Aber diese Stelle hier werde ich jetzt tatsächlich ganz schnell zukleben. Ja? Aber schönes Modell, kannst du nichts sagen. Ich halte dir mal den Oktopus daneben. Ja, sind in etwa gleich groß. Und wirklich beide spektakulär. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der hier im Dunkeln leuchtet. Sehr gut. Also es ist mir jetzt tatsächlich auch noch nie begegnet, dass eine Figur hier ausgelaufen ist. Aber alles passiert zum ersten Mal und das kann halt nun mal vorkommen. Mich wundert es, dass die Wasserperlen hier nicht ausgetrocknet sind und gar nichts. Der Humboldt-Kalmar, ein Riesenteil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob in der anderen Tüte noch der Delfin drin ist und wir hätten die Serie hier komplett, was ja der absolute Oberknaller wäre.
Und ich wollte es nochmal in die Kamera halten. Ihr seht, der Boden ist komplett trocken. Also hier ist nichts nachträglich ausgelaufen. Das muss vor dem Produktionsablauf passiert sein, als man es eingepackt hat, ne? Weil es ist komplett trocken. Also ist auch nachträglich nichts ausgelaufen und in die Verpackung gekommen, ja? Also Leute, wir haben hier das letzte Tütchen und das reiße ich zur Feier hier auf. Zack, finden wir hier den Delfin oder was anderes. Achtung, Leute, wir haben den Delfin drin. Fantastisch, Wahnsinn. Dieses Display hier ist vollständig. Ich habe hier einen kompletten Satz rausbekommen. Großartig. Extra Applaus fürs Barbam. Ihr seid super. Was eine schöne Serie. Und dann auch noch komplett der Oberhammer. Also, der Delfin. Was schreiben sie hier? Top intelligent, ne? Der Delfin ist ein geselliges Tier und lebt meist in Gruppen und kommuniziert mit den anderen Delfinen durch eine Vielzahl von Lauten. Er begleitet gerne Schiffe, dabei schwimmt er an der Oberfläche und vollführt spektakuläre akrobatische Sprünge aus dem Wasser heraus. Er bevorzugt tiefe Meere mit einer Temperatur von über 10 Grad. Neben dem Menschen muss er Haie und Killerwale fürchten. Angriff 8 von 10, Verteidigung 6 von 10, Intelligenz 10 von 10. Besonderheit, er galt schon immer als besonders intelligent. So, und hier haben wir natürlich auch noch ein Bild von Delfin bzw. Delfinen. Ja, mehrere, auch eine sehr schöne Abbildung. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie ihn im Metallic-Effekt umgesetzt haben. Und hier ist unser Delfin und tatsächlich, ja, und er ist nicht nur metallisch, sondern er hatte auch so, seht ihr das, so perlmuttmäßig, ne? Er glänzt ein bisschen violett oder rosa, wie man es auch interpretieren möchte. Sehr schön, sehr schön. Also, ein schlankes Kerlchen, wie ich finde. Ja, hat hier ganz große Augen, schwarze Pupille, weißer Lichtfleck auf beiden Seiten. Das Mäulchen aufgerissen, der ist hier fröhlich. Wenn er hier unten drückt, geht das Maul noch weiter auf. Innen haben sie es rosa bemalt, die Zähne haben sie hier in weiß bemalt. Okay, die kann man auch sehr schön erkennen. Und ja, wieder gefüllt mit Hydrogelperlchen. Wunderbar zum Drücken, zum Quetschen und toll weich, toll weich. Ja, er riecht nicht nach Delfin, das kann ich euch sagen. Nach was riecht ein Delfin, ne? Nach Fisch? Fragezeichen. Ja, hier sieht man die Schwanzflossen, die Rückenflosse und die sind auch nicht nur gerade gemacht, sondern haben so eine leichte Schwingung drin. Auch ein schönes, dickes, wieder ein ganz weiches, zartes Gummi. Ne, hier wurden die Perlchen eingefüllt. Hier ist alles dicht. So sieht er aus, unser Delfin. Sehr schön. Ich halte hier mal den Tigerhai dagegen. Der ist doch noch ein bisschen massiger. Und ihr seht, dieses Metall ist richtig Metall. Und das hier hat noch diesen, ja, rosa oder violettfarben, hellvioletten Glanz irgendwie. Also auch unterschiedlich der Metalleffekt, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Der Delfin hier hat eine Länge, bleibt hier übrigens auch schön sitzen und kippt nicht um. Von 17 cm und eine Höhe von über 5 cm, nicht ganz 5,5. Also, das ist doch ein schöner Abschluss zu dieser Serie. Kriegen wir hier auch noch den metallisch glänzenden Delfin raus, der hier richtig fröhlich guckt. Sehr, sehr, sehr schön. Ich kann es nur noch mal sagen, wie oft habe ich jetzt schon in den Videos gesagt, wunderbares, ganz weiches, softes Material. Ich finde es einfach nur großartig. So, Leute, ich habe alle zusammen. Aber das Video würde zu lang werden, wenn ich hier jetzt noch die ganzen Spezialeffekte zeige. Die mache ich nochmal im Extra-Video im vierten Teil. Das schauen wir uns dann nochmal extra an. Hier würde ich sagen, mache ich mal eine Pause und bin jetzt sehr, sehr, sehr auf die Spezialeffekte gespannt. Ja, wir haben eigentlich alles mit dabei. Ja, wir haben Metalleffekte, die haben wir ja gesehen, brauchen wir nicht extra testen. Wir werden testen, wie sich die Farbe im warmen Wasser ändert, wie sich die Farbe in der Sonne ändert und wie das im Dunkeln leuchtet. Das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich freue mich total, dass ich die Serie hier komplett habe.
ein Display, eine komplette Serie. So muss das meiner Meinung nach sein. Das ist das Beste, was dir als Sammler passieren kann. Freue mich total. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.